Zum Dreikönigstag haben Sternsinger das Zwickauer Rathaus gesegnet. Das Motto lautet in diesem Jahr Respekt für dich, für mich, für andere. Ein Thema, das auch viel Raum für politische Botschaften bietet. Im Vordergrund steht bei den Sternsingern aber nicht die Politik, sondern der Wunsch, anderen Kindern zu helfen. Alljährlich sammeln die Kleinen am 6. Januar Spenden, um Gleichaltrige auf der ganzen Welt zu unterstützen. Im vergangenen Jahr kamen so bundesweit fast 50 Millionen Euro zusammen. Eine respektable Summe findet auch Pater Rudolf Welscher von der katholischen Pfarrgemeinde St. Johann Nepomuk. Ja, es ist eigentlich dafür, dass es eine Kinderaktion ist, die natürlich von der katholischen Kirche als allgemein promotet wird. Aber dass da solche Millionenbeträge zusammenkommen, das zeigt ja nicht nur, dass überall die Kinder unterwegs sind, sondern dass sie auch etwas treffen bei den Menschen in dieser Weihnachtszeit, wenn sie es vernünftig anbieten. Und es ist für die Leute, das weiß ich aus unserer Gemeinde, noch nicht mal das Erste, was wichtig ist, dass sie etwas über Bolivien erfahren, das ist also das Partnerland in diesem Jahr, oder dass man ihnen genau detailliert sagt, wofür es ist, sondern sie wissen, der Segen ist immer wichtig, der Segen Gottes, und so zu Beginn des Jahres kommen die Kinder und bringen den Segen. Und das ist den Menschen viel wert. Also ich bin ganz erstaunt, wer bei uns im Pfarrbüro anruft, können die Kinder auch zu mir kommen? Wir sind gar nicht katholisch, aber wir würden auch gern haben, dass die kommen. Und dann geben die Leute auch etwas. Also das ist, glaube ich, das ist wirklich das, was den Erfolg ausmacht. Und ja, das läuft ja seit Jahren. Und das sind Millionen. Das Werk sitzt in Aachen und dort wird es auch vernünftig verwaltet. Die Einrichtung hat auch dieses Siegel für die anerkannten Spendenaktionen, weil eben nur ein paar Prozent für die Verwaltung gebraucht werden. Das andere geht weiter. Ich habe ja vorhin gesagt, 58 Millionen im Jahr 2014, die ausbezahlt wurden, direkt ausbezahlt. Neben dem Gesang ist die Segnung eines Hauses zentraler Bestandteil des Dreikönigssingens. Da das Eingangsportal des Zwickauer Rathauses für die Kinder etwas zu hoch ist, bekamen sie tatkräftige Hilfe von einem Erwachsenen. Nun prangt über der Tür der Segen 20CMB16. Ein Ausdruck, der von manchen auch falsch interpretiert wird. Also sehr interessant, Sie haben ja vorhin auch die Bibelstelle gehört. Da heißt es nur, dass Weise aus dem Morgenland, aus dem Orient, Sterndeuter sagt man oder Physiker, würde man heute vielleicht sagen, Astrophysiker, dass die einem Stern gefolgt sind. Über die Zahl wird nichts gesagt. Und die haben den Segen gebracht. Das heißt also, die bringen Geschenke mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und weil es drei Geschenke waren, hat man gesagt, ne, da werden es auch drei Leute gewesen sein. Bedeutend waren vor allem Könige. Also hat man aus den Sterndeutern gesagt, drei Könige. Und dann wurde immer lateinisch der Segenswunsch angeschrieben, abgekürzt. So steht auch jetzt am Rathaus, Christus C, Mansionem M, Benedicat, Segne. Also Christus segne das Haus. Und weil die Menschen kein Latein konnten, haben die gedacht, was sind das wohl für drei komische Buchstaben, C, M, B. Und haben dann gesagt, das sind die Namen der drei Könige. Und so kommt die Tradition, dass sie genannt werden Kaspar, Melchior und Balthasar. Gibt es auch viele Geschichten drüber und so. Ja. Die eingangs erwähnte politische Note brachte Pater Rudolf Welscher bei seiner Ansprache ins Spiel. Das diesjährige Motto bietet dafür genügend Raum. Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für mich, für andere in Bolivien und weltweit. Also sagen wir mal, diese Aktion oder jede Aktion ist immer politisch. Aber es ist dann natürlich so, wenn man sagt, das Schwerpunktland ist Bolivien, dann ist uns klar, dass dort auch nicht alles gerecht ist, dass dort Armut herrscht. Also es ist etwas Politisches dafür, Entwicklungsprojekte zu haben. Aber ich denke, dass es jetzt in diesem Jahr besonders auf uns zukommt. Seit dem Krieg haben wir keine großen Probleme gehabt und die wurden dann gelöst. Dann irgendwie neue Gesetze, zack, zack. Und wir erleben jetzt so langsam, dass wir im Moment
Probleme haben, Herausforderungen haben, nennen wir es einfach mal Herausforderungen, die uns länger erhalten bleiben, die man nicht sofort lösen kann. Und wenn man dann solche Nachrichten hört, wie diese unglaublichen Geschichten da jetzt in Köln, dann kann man gar nicht anders als sagen, wo ist denn der Respekt hingekommen? Was ist denn, wenn wir immer von unserer großen Wertegesellschaft reden? Was für Werte sind das denn und wie werden die gelebt? Also ich denke, hier haben wir viel, viel vor uns, die Menschen zum Positiven zu wenden, die Werte anzuerkennen, die Grundwerte. Und da ist der Respekt vor jedem Menschen, egal wo er herkommt und welche Hautfarbe er hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist auch traurig, wenn eben auch hier in der Gegend so viele ganz pauschal erst einmal sich abschotten und es gibt nur uns. Ich glaube, wir müssen werben dafür, für die Menschen da zu sein. Und das ist immer politisch, ne? Die Sternsinger-Aktion blickt nun auf eine 58-jährige Geschichte zurück. Jahr für Jahr helfen damit Kinder anderen Kindern in zahlreichen Ländern. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion dieser Art.